kommt vor Frentzen fährt Jamie Green raus. Der hat nämlich jetzt auch schon seinen zweiten Boxenstopp absolviert. Also da hat man sich möglicherweise auch an der Taktik von Audi orientiert. Und Frentzen vorbei an Green. Wow. Wow. Und das ist natürlich jetzt Gift für die Reifen. Das war nicht Frentzen. Jetzt kommt erst Frentzen. Das war Tom Christensen. Ja klar, der kam von hinten mit Vollstoff. Ich wollte mich nämlich schon sagen, das kann nicht sein. Nee, der kam mit Vollstoff und hat das aber wirklich brutalst ausgenutzt, gut gemacht. Aber auch ein bisschen Glück gehabt, dass der Jamie noch in die Spiegel geschaut hat. Hätte der nämlich nicht mehr geguckt, dann hätte es einen schönen Crash geben können. Mein lieber Mann, und jetzt Side by Side, Frentzen und Green. Ich glaube, der ist ein bisschen geschockt, der Jamie Green, von diesem Manöver. Jetzt, jetzt tickt er. Dem Heinz-Harald Frentzen in die Seite. Das könnte eine Durchfahrtsstrafe geben, also mit Sicherheit. Das wird mit Sicherheit eine Untersuchung nach sich ziehen, wie man hier so schön sagt. Ohne einen ersten Stopp. Und das Manöver. Ja. Mein lieber Mann. Da kann man, glaube ich, nicht sagen, das ist okay. Aber jetzt gleich das Duell. Ja, da kommt aber hinten geschossen, also mit viel mehr Speed. Und setzt sich daneben, absolut okay, aber Gott sei Dank hat der Jamie ihn gesehen und hat aufgemacht und ist dann ein bisschen durch den Kies gefahren. Sonst hätten wir nämlich jetzt, das heißt, hätten wir die Meisterschaft schon jetzt in dieser Runde entschieden gehabt. Und jetzt, diese Szene schaut sich die Rennleitung sicherlich auch an. Ja klar, das ist das von eben, Frentzen gegen Green. Klar, gut. Was macht's aus? Green wäre mit Sicherheit irgendwo an dritter Position. Wenn er jetzt reinkommen muss, dann ist die futsch und dann sind nur noch zwei Mercedes vorne. Beziehungsweise dann rückt natürlich Margaritis auf.